Hallo Astrorebellen, die Sonne steht für die Entfaltung des eigenen Selbst und des eigenen Willens durch kreativen und schöpferischen Unternehmungen. Auf der physikalischen Ebene äußert sich die Energie des Löwen und der Sonne, dass man Kinder erzeugt. Auf der mentalen Ebene hat man die Fähigkeit, zum Beispiel eine Firma zu gründen, in den Urlaub zu gehen, künstlerische Aktivitäten zu betreiben. Das betrifft das Thema Hobby. Ja, alles, was den Menschen dazu bringt, etwas aus sich selbst zu schaffen, zu erzeugen. Das ist dieses Thema Löwe und Sonne als kosmische Prinzipien. Und die Sonne ist in der Astrologie auch der Vater. Es ist auch eine vaterliche Energie, genauso wie Jupiter und Saturn. Und Sonne ist in der Astrologie auch der Held. In der Religion äußert sich dieses Prinzip als Jesus Christus, der Erlöser. Und so haben wir in verschiedenen Bereichen des Lebens können wir erkennen, dass das Prinzip der Sonne als Symbol, als Handlung, als Aktivität, als Mensch etc. vorhanden ist. Meine Perspektive ist eine esoterische Perspektive, die exoterische Perspektive ist das, was man als Glaube in Religion hat. Es gibt nichts Schlimmeres damit, es gibt nichts Bösartiges, wenn man einen Glauben hat oder haben möchte, das ist okay, wenn man das braucht. Ne? Aber das, was ich euch vermittle, was ich euch sage, ist eine esoterische Lehre. Dadurch kann man erkennen, dass das, was man im Außen sieht, auch in einem selbst vorhanden ist. Und so haben wir in unserem Körper auch das Prinzip der Sonne auf der physikalischen Ebene. Unser Herz, ne? Unser Herz als Organ spendet Leben und Wärme in unser Körper. Genauso da draußen die Sonne im Himmel hat die gleiche Funktion. Die Bäume haben die gleiche Funktion wie die Lunge im Körper und sogar eine ähnliche Form, wenn man das so betrachtet. Ne? Dass die Lunge, das sieht so aus wie ein Baum, ja? Und der Baum ist ein Baum. Ne? Man sieht das wie außen so innen, wie oben so unten, wie innen so außen. Und wie unten so oben. Also, Astrologie basiert auf Analogien, auf die Lehre der Hermetik. Und die Hermetik basiert ja, auf Analogien. Astrologie ist eine hermetische Lehre. Und dadurch kann man auch erkennen, dass alle diese Planeten, was eigentlich Prinzipien sind, kosmischen, universellen Lebensprinzipien sind, die wir verkörpern, dass alle diese Dinge in unserem Leben und in uns selbst vorhanden sind, das führt zu höheren Bewusstseins Ebenen, ne, wenn man das gesamte Leben als ein System betrachtet, als eine Einheit,
dann kann man an diesen Erkenntnissen heranwachsen und dann kann man das Leben besser verstehen. Denn das Leben und das Universum sind geistig. Ne? Sie haben eine Logik. Nichts ist Zufall. Alles hat eine Erklärung. Und das ist meine Art, Astrologie zu betreiben, eine vernünftige Lehre. Glauben gibt es eher nicht. Hier geht es um Erkenntnisse, um Wissen. Es geht nicht um Verzweiflung oder Glaube. Keine von beiden. Das ist nicht meine Meinung, sondern das ist meine Art, Astrologie zu betreiben. Und die Sonne verkörpert die schöpferische Kraft, der Wille, der Urwille, was wir in uns tragen. Und dieser Wille möchte sich entfalten. Er möchte das, was er in sich trägt, äußern. Kinder können auf der physikalischen Ebene, wie gesagt, das Resultat daraus sein. Ne? Die Biologie, denn wir sind auch zum Teil auch Tiere. Zum Teil sind wir auch das Göttliche. Wir verkörpern es. Wir sind es auch. Aber genauso haben wir andere Ebene der Manifestation, wo diese Kraft der Sonne oder dieses Prinzip, besser gesagt, sich äußern. Wenn man künstlerisch begabt ist, dann hat man dieses Prinzip der Sonne stark ausgeprägt. In der Astrologie oder im Horoskop, also das sage ich zu denen, die sich ein bisschen mit Astrologie auskennen, also wir haben das zweite Haus, Ressourcen, Ressourcenprinzip, das ist Stier, ja, und dann haben wir das fünfte Zeichen oder fünftes Haus, das ist Löwe, das heißt, diese beiden Häuser sind immer im Quadrat zueinander, warum? Quadrat heißt, es gibt Spannung, ne? Es ist nicht immer alles garantiert, dass man genug Ressourcen hat, genug Stier hat, so dass man Löwe haben kann. Ja, also um Kinder zu erzeugen, braucht man Geld. Um eine Firma zu gründen, braucht man Geld. Ja, für viele Dinge, die man, oder wenn man in den Urlaub gehen will, jetzt im Sommer, wenn es so schön draußen ist, oder wenn man nach Spanien fliegen möchte, ja, man braucht ja das hier. Und das ist Stier, das Prinzip der Ressourcen. Und das fünfte Haus ist das Prinzip der Entfaltung. Ja, es, also Stier ist Talent, aber genauso Geld. Talent ist auch ein Ressourcen, was man in sich trägt. Das ist unsichtbar. Das ist spirituell übrigens. Spirituell, weil man kann keine Talente sehen mit den bloßen Augen. Aber man besitzt bestimmte Neigungen, bestimmte Informationen, die aus einem früheren Leben stammen und die sollte man im Laufe seines Lebens irgendwann, irgendwo und irgendwie entfalten können. Und das tut man, also wenn man das Horoskop als das gesamte Bild des eigenen Lebens sieht, das kann man im fünften Haus machen. Ne? Also wenn man etwas Neues unternehmen möchte, etwas Spaßiges, Urlaub, Hobbys, Kunst, dann muss ich das fünfte Haus als Astrologe anschauen. Wenn man beruflich eigenständig sein möchte, muss ich auch das Sternzeichen Löwe und das fünfte Haus und die Sonne, alle diese drei Dinge muss ich im Horoskop gucken. Und das geht bei mir ganz schnell. das macht die Erfahrung aus, ja. Und dann kann ich den Menschen sagen, vor allem diejenigen, die beruflich eigenständig sein möchte, schau, du hast das und das. Ja, und dann kann ich den Menschen etwas
vorschlagen, was im Einklang mit seinem Schicksal ist. Ja? Und dann kann man sich so im Einklang mit der Natur, mit der inneren Natur und die äußerliche Natur entwickeln. Denn es geht hier um die Entwicklung bei Löwe. Ne? Die Äußerung. Ja? Und wir haben jetzt den Höhepunkt des Sommers in diesem Monat, also zwischen heute, 22. Juli, bis August, 22. August. Ich weiß, ihr seid alle geil auf dem, was ich zu sagen habe in Bezug auf die kommende Zeit, in Bezug auf Deutschland. Ja, ich habe auch vor, über Deutschland irgendwann zu sprechen. Ich nehme mir diese Dinge mit großem Respekt vor. Ich nehme mir die Zeit, um solche Dinge zu machen, denn es betrifft, also wenn ich so eine Arbeit mache, so ein Horoskop stelle, ja, für ein ganzes Land, das ist eine große Verantwortung für mich. Und aber ich habe vor, wie gesagt, in der Zukunft ein Horoskop für Deutschland zu machen. Es ist sehr spannend, ne? Deswegen würde ich euch empfehlen, diejenigen, die noch nicht diesen Kanal abonniert haben, bitte abonnieren. Abonnieren. Das kann ich euch nur so empfehlen. Und ja, liebe Astro-Rebellen, also als Fazit, Löwe ist Kreativität. Kreative sind Selbstentfaltung. Die Fähigkeit, sich zu behaupten in der Welt. Ähnlich wie wieder Mars. Ähnlich. Sonne ist auch die Regierung im Sinne von starke Persönlichkeiten, Politiker, ja, oder Vater. Es ist eine vaterliche Kraft, die Sonne. Genauso wie Saturn und Jupiter. Und Menschen, ich wollte einfach nur sagen, Menschen, die viele Planeten im fünften Haus haben, Mond im fünften Haus zum Beispiel, das sieht man gerne bei Frauen, die arbeiten gerne mit Kindern. Ja? Oder Menschen, die Neptun im fünften Haus haben, oder Neptun in Aspekt zur Sonne, die können sich auch gut in der Musik entwickeln. Ja? Also muss ich noch mal, ich muss noch andere Aspekte sehen, aber wir haben viele Sänger, ja, viele berühmte Sänger mit Sonne im Aspekt zu Neptun. Das wäre sehr geeignet für diesen Job als Entertainer. Also das fünfte Haus ist auch Entertainment und ich habe ein Video darüber schon gemacht, dass ihr wird dieses Video, wenn ihr das sucht, finden. Ja, ich habe das schon gemacht, das Thema fünfte Haus. Das zwölfte Haus kommt noch, darüber werde ich auch sprechen, denn das Haus habe ich noch nicht gemacht, habe ich noch nicht das Video hochgeladen darüber. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns nächstes Mal.